Unter allen erfolgreichen Divisionen der Waffen-SS war die 2. SS-Panzerdivision das Reich mit 59 Ritterkreuzträgern die meist erfolgreiche Einheit. Gefolgt von der 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler mit 58 Ritterkreuzträgern und der 5. SS-Panzerdivision Viking mit 55 Ritterkreuzträgern. Die 2. SS-Panzerdivision Das Reich diente während der Invasion Frankreichs 1940 und nahm an mehreren großen Schlachten an der Ostfront teil, darunter die Schlacht von Kursk. Es wurde dann in den Westen verlegt und nahm an den Kämpfen in der Normandie und in der Ardennen-Offensive teil. Obwohl wir auf unserem Kanal schon andere Waffen-SS-Divisionen wie die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend oder die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte analysiert haben, ist es heute wieder Zeit für eine neue Dokumentation über eine der gefürchtetsten, erfolgreichsten und hochdekorierten Waffen-SS-Divisionen des Dritten Reiches. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über die 2. SS-Panzerdivision Das Reich. Los geht's! Die SS-Verfügungsdivision wurde am 10. Oktober des Jahres 1939 aus der Zusammenlegung von Teilen der SS-Verfügungstruppe mit Teilen der SS-Totenkopfverbände gebildet. Die SS-Verfügungstruppe bestand aus drei als motorisierte Infanterieregimentern gegliederten SS-Standarten. Erster Kommandeur war der damalige SS-Gruppenführer Paul Hauser. Die Division bildete zusammen mit den SS-Totenkopfverbänden und der Leibstandarte SS Adolf Hitler den Grundstock für die spätere hochberühmte Waffen-SS. Während des Polenfeldzuges wurde die SS-Verfügungstruppe nicht im geschlossenen Verband eingesetzt, sondern auf mehrere Großverbände der Wehrmacht verteilt. Die SS-Standarte Deutschland, die Nachrichten- und Aufklärungsabteilung, war dem Stab der Panzerdivisionen Kemp unterstellt. Die SS-Standarte Germania wurde als Reserve der 14. Armee unter Generalmajor Wilhelm List eingesetzt. Der Pioniersturmbahn der SS-Verfügungstruppe gehörte mit der Leibstandarte SS Adolf Hitler zur 10. Armee unter General Walter von Reichenau. Die SS-Standarte der Führer wurde als Reserve der im Abschnitt des Westfalls eingesetzten Armee und der General Dohlmann in Alarmbereitschaft gehalten und nahm nicht aktiv am Feldzug teil. Ab dem 10. Mai 1940 war die Division Das Reich im Rahmen des Westfeldzuges in den Niederlanden, Belgien und Frankreich eingesetzt worden, gemeinsam mit den Einheiten der Leibstandarte und den SS-Totenkopfverbänden. Als Ersatz für die im November 1940 neu aufgestellte SS-Division Viking, abgegebene SS-Standarte Germania, erhielt die Verfügungsdivision die Totenkopfstandarte 11 unter dem damaligen SS-Obersturmbahnführer Karl Diebitsch im Standort Radom. Am 25. Februar 1941 wurde diese Standarte in SS-Infanterieregiment 11 umbenannt und die Verfügungstruppe-Division erhielt nun jetzt den offiziellen Namen SS-Division Reich. Im Zuge für die Vorbereitung für den Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni des Jahres 1941 erfuhr die Waffen-SS eine grundlegende Umstrukturierung. Die SS-Verfügungsdivision wurde dabei im Winter des Jahres 1940-1941 in Südfrankreich in eine motorisierte Infanteriedivision umgegliedert. Sie erhielt eine Gradschützenabteilung und eine Sturmgeschützbatterie, während die Standarten in Regimenter umbenannt wurden. Im März des Jahres 1941 wurde die Division nach Timișoara in Westrumänien verlegt, um am Balkanfeldzug teilzunehmen. Nach erfolgreichem Feldzug wurde die Division dann an die Ostfront, nämlich nach Brest-Litovsk, weiterverlegt. Die Division gehörte zum 46. Armeekorps, das Teil der 2. Panzergruppe und der Generaloberst Heinz Guderian der Heeresgruppe Mitte unterstellt war.
Im Deutsch-Sowjetischen Krieg erlitt die Division schwere Verluste, in deren Folge sie im Frühjahr des Jahres 1942 neu aufgestellt werden musste. Hierzu wurde sie weiter nach Frankreich verlegt. Am 15. Oktober des Jahres 1942 wurde der Name von Reich in das Reich geändert. Am 9. November des Jahres 1942 erfolgte die Umwandlung in eine Panzergrenadierdivision. Danach nahm die Division das Reich am Unternehmen Anton teil. Im Winter des Jahres 1942-1943 wurde es wieder an die Ostfront zurückverlegt und kämpfte mit dem SS-Panzerkorps in der Schlacht bei Harkov und im Sommer 1943 beim Unternehmen Zitadelle sowie anschließend an der Schlacht am Dnieper. Am 23. Oktober des Jahres 1943 wurde die SS-Panzergrenadierdivision Das Reich schließlich in die 2. SS-Panzerdivision Das Reich umgewandelt. Im Februar des Jahres 1944 wurden die verbliebenen Reste von der Ostfront der 2. SS-Panzerdivision Das Reich zur Auffrischung in die Gegend von Toulouse in Südwestfrankreich verlegt. Dort blieb sie bis zu 2 Tage nach der Landung der Alliierten in Normandie am 6. Juni des Jahres 1944. Auf dem Marsch von Toulouse nach Norden wurde die Division immer wieder in Kämpfe mit dem französischen Widerstand verwickelt. Einheiten von der 2. SS-Panzerdivision Das Reich verübten das Massaker von Toul und das Massaker von Orandur, bei denen sie mehrere hundert Zivilisten ermordet haben. Beim darauffolgenden Rückzug aus Frankreich erlitt die Division wiederum schwere Verluste und musste im Oktober des Jahres 1944 in Paderborn neu aufgefrischt werden. Dort bereitete sie sich auf die Teilnahme an der Ardennenoffensive im Dezember des Jahres 1944 vor. Nach dem Scheitern der Ardennenoffensive und dem hinhaltenden Widerstand im Winter des Jahres 1944-45 wurde die Division mit anderen SS-Divisionen im März 1945 für die Plattensee-Offensive nach Ungarn verlegt. Nach dem Scheitern dieser Offensive zog sich die Division kämpfend Richtung Österreich zurück, wo sie unter anderem an der Schlacht um Wien teilnahm. Die Masse der Division kam bei Kriegsende in Raum Linz in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Infolge der Massaker in Toul und Orandur kam es im Jahre 1953 zu einem Prozess vor einem französischen Gericht in der Stadt Bordeaux, bei dem langjährige Haftstrafen ausgesprochen wurden. Die 2. SS-Panzerdivision Das Reich verübte im Laufe des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Kriegsverbrechen auf verschiedenen Kampfschauplätzen an der Ost- sowie an der Westfront. Dies verdeutlicht einmal mehr, dass den Verbänden der Waffen-SS eine wesentliche Rolle bei der Ausübung des NS-Terrors zukam. Im Laufe des Balkanfeldzuges im April des Jahres 1941 sind beispielsweise Kriegsverbrechen des SS-Regiments Deutschlands eindeutig belegt. Bei Vergeltungsmaßnahmen gegen Partisanen und Ermordung von Zivilpersonen haben sich Soldaten der 2. SS-Panzerdivision Das Reich beteiligt. Bei den ersten Kampfeinsätzen im Zuge des Überfalls auf die Sowjetunion im Juni des Jahres 1941 war die Erschießung sowjetischer Kriegsgefangener durch Einheiten der Division Das Reich an der Tagesordnung. Weiter ist belegt, dass Einheiten der Division Das Reich im Sommer des Jahres 1941 im Raum Minsk die Einsatzgruppe B bei systematischen Massenmorden an Menschen jüdischen Glaubens und an der sowjetischen Zivilbevölkerung unterstützten. Ein Auszug aus einem Bericht eines Waffen-SS-Offiziers der Division Das Reich. Eine größere Aktion gegen Juden kam in der Ortschaft namens Logoisk zur Durchführung. Im Zuge dieser Aktion wurde mit Unterstützung eines Kommandos der SS-Division Das Reich 920 Juden exekutiert werden. Der Ort kann von nunmehr als judenfrei bezeichnet werden. Auszug Ende. Das Massaker in diesem Ort, welches zwischen Minsk und Borisow liegt, welches am 9. Dezember des Jahres 1941 von Einsatzkommando 9 und der Waffen-SS ausgeführt wurde, steht am Beginn einer zahllosen Reihe von brutalen Mordaktionen, denen zwischen September und Dezember des Jahres 1941 der Großteil der jüdischen Bevölkerung
in Ost-Weißrussland zum Opfer fielen. Immer wieder erhielten die Mordkommandos dabei Unterstützung nicht nur von der Waffen-SS, sondern auch von Einheiten der Wehrmacht. Nach ihrer Verlegung nach Südfrankreich im Frühjahr des Jahres 1944 wurde die 2. SS-Panzerdivision Das Reich verstärkt zur Partisanenbekämpfung eingesetzt und verübte dabei ungewöhnlich brutale Repressalien und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung, welche der Kooperation mit der französischen Résistance bezichtigt wurde. Der Militärhistoriker Peter Lieb betonte, dass insbesondere das Offiziers- und Unteroffizierspersonal durch die bisherigen Kampfeinsätze und Gewalterfahrungen stark geprägt war und zu einem überwiegenden Teil aus überzeugten Nationalsozialisten, die ihre gewohnten Vorgangsweisen aus dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion nun auch in Frankreich anwandten, bestand. Am 21. Mai des Jahres 1944 wurden bei einer Vergeltungsaktion in der Ortschaft Francinot-le-Gelat im heutigen Frankreich 15 französische Zivilpersonen ermordet. Am selben Tag wurde im Ort La Capelle-Biron auf Befehl von Einheiten der Division alle Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren nach Deutschland deportiert. Nach der Landung der Alliierten in Normandie am 6. Juni 1944 wurden zunächst Teilverbände der 2. SS-Panzerdivision Das Reich am 8. Juni in Richtung Invasionsfront in Marsch gesetzt. Auf ihrem Weg Richtung Norden hinterließen die Verbände eine regelrechte Blutspur. Divisionskommandeur SS-Brigadeführer Heinz Lammerding hatte ein kompromissloses Vorgehen der Einheiten gegen aus derer Sicht die sogenannten Terroristen offen eingefordert. Am 9. Juni erreichten Einheiten der 2. SS-Panzerdivision Das Reich die von den Resistanzkämpfern besetzte Stadt Toul. Nach Übergriffen französischer Partisanen auf deutsche Soldaten, verbunden mit Leichenschändungen, wurden dort kurzerhand mitten im Stadtzentrum 99 willkürlich ausgewählte Zivilisten, welche mit den Ereignissen nichts zu tun hatten, als Vergeltungsmaßnahme erhängt und 200 Zivilpersonen nach Deutschland deportiert. Einen Tag später, am 10. Juni des Jahres 1944, besetzten Einheiten des 1. Bataillons des SS-Panzergrenadierregiments 4 der Führer unter dem Kommando von SS-Sturmbahnführer Adolf Diekmann die französische Stadt Oranje-sur-Glane und verübten dort ein Massaker, welchem 642 Zivilisten zum Opfer fielen. Ebenfalls am 9. und 10. Juni ermordeten Angehörige der Division Das Reich 67 Zivilpersonen in der Stadt Argentan-sur-Creuse, welches auch als Massaker von Argentan-sur-Creuse bekannt wurde. Auch die vorerst in Südfrankreich verbliebenen Teile der Division setzten ihre Terroraktionen fort. Im Zuge eines sogenannten Bandenunternehmens vom 10. bis zum 12. Juni 1944 in der Pyrenäenregion, das sich gegen Partisanengruppen richten sollte und welches das 3. Bataillon des SS-Panzergrenadierregiments 3 Deutschland unter der Führung von SS-Sturmbahnführer Willy Helmut Schreiber ausführte, wurden insgesamt 107 französische Zivilpersonen, Männer, Frauen und Kinder auf brutale Weise ermordet. Das war es heute zur Geschichte der 2. SS-Panzerdivision Das Reich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.